Wieder einmal Chaostage beim TSV 1860 München. Nachdem am Freitag das gesamte Präsidium geschlossen zurücktrat, weil die Verhandlungen mit Investor Hasan Ismaik gescheitert waren, kam keine 24 Stunden später die nächste überraschende Nachricht. Sowohl der umstrittene Sportdirektor Gerhard Poschner als auch Coach Thorsten Fröhling bleiben im Amt. Der Vertrag des Trainers wurde bis 2016 verlängert. Die Vertragsverlängerung von Relegationsheld Kai Bülow nicht mehr als eine Randnotiz. Diese Weichenstellungen waren die letzte Amtshandlung des Präsidiums. Damit sind vor dem Trainingsauftakt am Montag zumindest einige wenige Fragen für die so ungewisse Zukunft der Münchner Löwen geklärt.